Moin Moin ihr Lieben und ganz schnell eine kurze Brandnews dazwischen gehauen und zwar etwas für die Leute, die keine Forenbeiträge lesen. Es gibt nämlich in den News eine ganz, ganz brandheiße Neuigkeit und Information für euch und zwar Überarbeitung des Vote-Systems und ich zeige euch das mal eben, ich blende das hier mal ein. Überarbeitung des Vote-Systems und weitere Änderungen. Es gibt hier nämlich was, womit ihr alle kostenlos Supreme-Kisten bekommen könnt. Zugegeben ist ein bisschen Arbeit, aber es funktioniert. Und zwar seht ihr hier, ja, haben schön überarbeitet und so weiter. Und ihr könnt ja täglich für den Server voten. Das heißt mit /vote und dann kriegt ihr einen Link, auf den ihr gehen könnt. Und da könnt ihr mit eurem Spielernamen für Griefer Games als den besten Server voten. Und danach könnt ihr mit /Geschenk euer Geschenk abrufen. Das System, das registriert automatisch, ob ihr das getan habt. Und zum Beispiel, wenn ihr 10-mal hintereinander gevotet habt, 10 Tage hintereinander am Stück, dann habt ihr die 10er Streak, kriegt dafür $1000 und eine Votekiste gratis obendrauf noch zu den Votekisten und den Sachen, die ihr eh schon erhalten habt. Macht ihr das 25 Tage, gibt es schon $2500 und eine epische Kiste. Ja, beim 50er Reihe, also knapp 2 Monate, nicht ganz, $10.000 und 3 epische Kisten. Die 100er Reihe, $25.000, 5 epische, 250er Reihe, also schon fast, naja, wenn man die Wochenenden rausrechnet, fast ein Jahr. Aber die muss man natürlich durchmachen, die Wochenenden. Dann haben wir $50.000, 3 Supreme-Kisten, 500er Vote, also schon über ein Jahr, deutlich. $100.000 und 6 Supreme-Kisten. Und wenn ihr das 750 Tage hintereinander macht, kriegt ihr sogar $200.000 und 9 Supreme-Kisten. Ziemlich cool. Und ihr könnt das Ganze einsehen, wie euer aktueller Stand ist, wenn ihr, ich blende das nochmal kurz aus, von hier, wo immer ihr seid, geht ihr einfach zu /warp-stadt. Könnt auch zu /warp-orb gehen, aber /stadt, dann seid ihr vorne im Blickpunkt. Und dann könnt ihr hier, also da hinten ist der Orb-Händler, ja, da ist die Annahme für die Orbs, hier ist die Statistik und hier drüben gibt es jetzt Vote-System. Und wenn wir den Kollegen anklicken, sehen wir hier /vote, also nochmal die Infos. Und hier sehen wir Vote-Streak. Ich habe einmal gevotet seit jetzt. Hier steht es auch 001. So, und wenn man da draufklickt, sieht man nochmal genau, wo wir stehen. Also hier 10-mal. Ein Vote ist da schon und wenn ich 10 habe, wird das grün und dann können wir die 25er Streak anfangen und so geht das bis hinten hin. Ja, und auf diese Weise könnt ihr euch jetzt neuerdings eben auch kostenlos eure Kisten beschaffen und natürlich auch ein bisschen Money, Money, Money. Aber das war noch nicht alles an Änderungen, es geht nämlich noch weiter. Dazu blende ich euch den Browser nochmal ein. Denn es gibt eine Fleck-Menü-Änderung, das heißt im /P-Menü oder /Menü haben sie weitere Funktionen hinzugefügt. Ihr kennt das schon, also da war bisher auch hier PvP einschalten, Explosion einschalten und so weiter dabei. Jetzt gibt es hier weitere Sachen wie Interaktion mit den Villagern, hier die Lohn benutzen für die Anwender oder für die Spieler. Was die Ranken machen, weiß ich gar nicht so genau, Myzel und so weiter. Aber hier sind viele, viele neue Funktionen, auch hier für Schnee, Eis und so weiter, ob es schmelzen kann und so Geschichten. Und das lohnt sich also auch mal da genauer reinzuschauen. Wir können das ja gerade mal machen live. Ich blende das nochmal weg. Und wir gehen mal auf meinen Plot zurück. /PH13. Wir gehen mal auf irgendeinen Plot von mir. Okay, das ist gar nicht so irgendwo. Sekunde. Gehen wir mal hier rüber. So, das Plot ist so ein gutes Plot. /P. Und dann haben wir hier das klassische Menü. Wenn wir aber jetzt hier auf die UseFlex gehen, das sieht noch normal aus. Hier haben wir zum Beispiel die Änderung. Ja, also Lorennutzung ist das hier. Ranken wachsen. Da kann man das Wachstum von Ranken abschalten, wenn man die als Deko irgendwo hat. Myzel soll wachsen oder auch nicht. Gras soll wachsen oder auch nicht. Interaktion mit Dorfbewohnern aktivieren oder nicht. Force Field. Tja, das geht leider nur, wenn man die Force Field Fleck hat. Hatten wir aber vorher schon die Funktion, glaube ich. Explosion, PvE, PvP. Fliegen könnt ihr jetzt auf eurem Plot einfach per Klick ausschalten. Auch sehr bequem. Genauso wie Feuerwerke könnt ihr abstellen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel ein Event habt und ihr sagt, das leckt zu viel, wenn die Leute alle Feuerwerk machen, könnt ihr hier abstellen, das Ganze. Und die Disguise-Fleck ist aktiviert. Also Spieler, die verkleidet auf euer Grundstück kommen, sind nicht mehr verkleidet. Sehr, sehr cool. Und dann gibt es hier den Menüschritt nach drüben. Schneeformen. Ist die Fleck aktiviert, formt sich der Schnee auf deinem Grundstück. Schnee schmelzen, schmilzt oder schmilzt nicht. Eisformen oder Eisschmelzen. Dann haben wir hier Monster-Interaktion noch. Ist die Fleck aktiviert, dann könnt ihr mit Monstern interagieren. Oder die Tier-Interaktion, wenn zum Beispiel das Scheren von Schafen erforderlich ist oder ähnliches. Also das ist auch eine sehr coole Erweiterung. Finde ich jedenfalls, weil es einfach das Ganze einfacher macht. So. Auch das war es noch nicht. Denn wenn wir jetzt nochmal in die News schauen, dann gibt es nämlich neben diesen Befehlen auch noch den Random-Kopf-Befehl.
Ja, das heißt, ihr könnt statt Slash-Kopf einen bestimmten Befehl zu machen, wenn ihr gerade keine Ahnung habt, was ihr für einen Kopf machen sollt, ihr habt auch keinen, der euch Slash-Kopf abkaufen möchte, dann könnt ihr mit Random-Kopf einen von 30.000 verschiedenen Köpfen random generieren lassen. Aber Achtung, es ist der gleiche Cooldown wie bei Slash-Kopf. Das heißt, wenn ihr Slash-Random-Kopf gemacht habt, könnt ihr keinen Slash-Kopf mehr machen für die normale Cooldown-Zeit 7 Tage oder 14 Tage, je nachdem, was ihr für einen Rang habt. Und damit ist dann halt das Thema durch. Ja. Ja, ansonsten bleibt mir dazu gar nicht so viel zu sagen. Also die News lesen lohnt sich ab und zu. Und ich bin gerade nebenbei, deswegen höre ich hier ganz genau hin, im Griefer Games Teamspeak und versuche dort reinzukommen und Items für richtig viel Kohle rauszuhauen. Denn hier ist die andere News von heute auch. Vor 21 Stunden. Zeigt her eure Items. Ja, also hier geht es darum, flohtastisch Rypex zu überzeugen, dass man ein Item hat, das viel mehr wert ist, als es vielleicht eigentlich ist. Und auf diese Weise dann die Kohle zu bekommen. Von Flotastic, von Rypex, von Abge, von wem auch immer, die man gerne hätte für ein Item, auch wenn es vielleicht viel weniger wert ist. Es geht nicht darum, was es tatsächlich wert ist, sondern es geht darum, wie gut man überzeugt, was es wert ist. Das heißt, unter Umständen kann man für einen Block Dirt, wenn man eine tolle Geschichte auf der Kiste hat, vielleicht sogar, ja, ein paar Millionen abstauben. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich gezogen werde für diese Aufnahmen. Ich bin auf jeden Fall da im Warteraum jetzt weiterhin, habe nebenbei schnell dieses Video für euch aufgenommen, lade das jetzt direkt hoch und dann schauen wir mal weiter. Ob das was geworden ist mit dem Verkaufen, das erfahrt ihr dann im nächsten Livestream. Von daher, haut rein, ich habe euch gern, bleibt dabei, schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal, euer Rouge83. Ach ja, eins noch, vergesst nicht, am nächsten Montag in den Stream zu kommen. Da gebe ich nämlich bekannt, wie unser Bauevent zum Sommer verlaufen wird, welche Regeln, wo es stattfindet, was ihr beachten müsst, wann es losgeht, wie viel Zeit ihr habt und vielleicht zeige ich euch auch schon oder sage ich euch auch schon, welche Preise es gibt. Also am Montag nächste Woche auf jeden Fall in den Livestream kommen, wenn ihr beim Bauevent mitmachen wollt. Das Motto habe ich schon mal gesagt, das kann ich euch auch hier nochmal sagen. Das Motto wird ganz klar sein: Baue deinen perfekten Sommer. Ja, was auch immer ihr darunter versteht, baue deinen perfekten Sommer wird das Motto. Also könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, wenn ihr mitmachen wollt, was ihr da bauen wollt. Okay, ach ja, ein letztes noch. Das wird ein sehr fairer Bauwettbewerb für alle, denn Geld bringt euch keinen Vorteil. Und tolle Items zu haben, bringt euch auch keinen Vorteil. Egal, ob ihr ganz neuer Spieler seid oder ob ihr ein Ultra Supreme seid, der schon 30 Millionen auf dem Konto hat und super viel Erfahrung hat. Es gibt keinen Unterschied dazwischen. Warum? Das erfahrt ihr dann am Montag. Alles klar. Jetzt aber haut rein. Bis dann, euer Rouge. Ciao.